Hallo zusammen, und zwar hat mein Dad ja so eine Autoreparatur und da haben wir jetzt gerade ein neues Auto mit rein, oder was heißt ein neues Auto mit rein bekommen von einem Kumpel von meinem Dad, so ein Offroad-Fahrzeug, und das ist genau das Ding, was ich mir einfach mal kaufen will, aber also im Moment geht es halt kohlemäßig nicht, aber jetzt kann ich mich zumindest schon mal reinsetzen und kann mal gucken, und zwar eine Mercedes G-Klasse in so einer Offroad-Version. Das Ding sieht total brutal aus und ist wahrscheinlich auch nicht für jeden irgendwie was, aber ich finde den mega. Alle mit dieser Seilwinde vorne und so. Von innen sieht er auch relativ spartanisch aus, aber ich schließe einfach mal auf. Ich glaube, ich werde mir jetzt gleich mal eine Probetour gönnen, wenn wir irgendwie rote Kennzeichen haben. Das hört sich alles noch so knackig an. Guck mal, wer wieder Sehnsucht nach mir hatte. Ist aber eher umgekehrt, oder? Nein, jetzt gehen wir gut was essen. Vorher gehen wir noch mal kurz nach Klamotten gucken. Und dann werden wir zum Neuendorfplatz fahren und dann werde ich der Jasmin noch mal ein neues Restaurant zeigen. So, da wir uns ja im Urlaub vorgenommen hatten, in Berlin mal kulinarisch ein bisschen rumzuprobieren, sitzen wir jetzt gerade im Sau Mai. Das ist so ein Laden, den habe ich damals mal beliefert und der ist mega lecker. Und daneben gibt es eigentlich noch einen, also Marshall Pizza heißt der Laden. Der ist daneben, da gibt es eine richtig gute Pizza und also gar nicht mal teuer. Und also ich muss mal auch sagen, so für die Verhältnisse, was wir im Urlaub so ausgegeben haben, wo wir dachten, das wäre günstig. Ich glaube, beim Sau Mai kostet jetzt irgendwie eine Vorspeise 2 Euro und ein Hauptgericht irgendwie 4 bis 6 Euro, irgendwie sowas. Und also ich habe den Laden super lecker in Erinnerung. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir Jasmina damit ein bisschen beeindrucken können. Wie bitte? Jetzt ist hier was ganz anderes drin. So, wir haben jetzt noch gerade so einen, eigentlich einen ganz süßen kleinen, sowas wie eine Patisserie oder so einen Feinkostladen. Es war eigentlich ganz niedlich gemacht und die Leute, die beiden Mädels, die das da betrieben haben, waren super freundlich. Haben da noch jeweils einen Crepe gegessen, oder wir haben uns beide zwei Crepes geteilt, irgendwie mit verschiedenen Sachen. War super lecker, ist am Neuendorfplatz. Ich habe mir jetzt den Namen leider gar nicht. Hast du den Namen gesagt? Auch nicht, oder? Ja, und jetzt hat mich Jasmina zum Tanzen gehen überredet. Und jetzt sind wir gerade. Zum Gucken. Zum Gucken. Zum Tanzen gucken, ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Alexanderplatz und wie heißt der Laden? Ich glaube Oase. Oase. Stimmt, hast du gerade gesagt. Oase. Und dann werden wir uns das mal angucken und dann irgendwie die nächsten Tage gehen wir dann wirklich tanzen. Aber heute wird erstmal nur geguckt, weil wir haben beide einen dicken Bauch irgendwie und können jetzt. Also sie kann sich wahrscheinlich schon bewegen, ich kann mich auf jeden Fall nicht bewegen. Ja, bis gleich. So, wir zwei sind jetzt zum Tanzen am Alexanderplatz angekommen und jetzt gehen wir in die Oase, die allerdings noch so ein bisschen leer zu sein scheint, und gehen uns das mal angucken. Meinst du, es geht?
Ah, doch, unten ist schon ein bisschen was los und jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann geht Jasmina cool in ihrem Kapuzenpulli tanzen und ich in meiner Daunenjacke. Sieht jedes Mal total beeindruckend aus, wenn andere das machen. Aber wenn ich das selber machen muss, dann stelle ich mich irgendwie mal an wie ein Depp, weil ich irgendwie nicht die Koordination so mit meinen Füßen und Armen und Schultern und so weiter hinbekomme. Und auch wenn ich das so sehe, also ich habe mich da dann mal so einen Augenblick kurz hingesetzt und habe mal geguckt, was so andere machen. Und da waren echt so ein paar mit dabei, die, also das auch nur so hobbymäßig machen, aber bei denen sah das schon relativ professionell aus. Und ich finde, wenn man sich so ein Stück weit gut bewegen kann, dann macht das eine ganze Menge aus. Also es sieht total, total elegant aus. Also es ist eigentlich was, vielleicht sollte ich da mal ein bisschen dranbleiben und sollte da mal gelegentlich mitgehen und sollte das mal auch so ein bisschen lernen. So, nun haben wir aber genug gebabbelt. Ich gehe jetzt kurz nochmal ins Bad, mache ich mir das fertig und dann werde ich ins Bett gehen und eure Kommentare nochmal vorher alle lesen, damit ich ja noch morgen irgendwie, wenn ich das Video schneide, auf dem Stand bin, ob ich jetzt jeden Tag oder alle 2 Tage vloggen soll. Ja, was bleibt noch zu sagen? Schlaf gut und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss!